Ein parlamentarischer Abend mit deutlicher Ansage. Scheißegal, kein Bock auf Politik, so lautete der provokante Titel einer Veranstaltung der Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Das Interesse junger Menschen an Politik steige seit Jahren, so die Feststellung von Ronny Türk. Er betreibt mit seiner Firma Minax Intermedia das Jugendportal des Deutschen Bundestags. Dabei sei es besonders wichtig, die Jugendlichen in ihrer Lebenswelt abzuholen. Die Jugend gebe es ohnehin nicht. Man müsse die einzelnen Zielgruppen individuell ansprechen. Unserer praktischen Arbeit hat sich gezeigt, dass gerade die Sinus-Milieu-Studie ja ein geeignetes Instrument ist, um einen differenzierten Blick auf die Zielgruppe zu werfen. Und dass es heute halt wichtig ist, zu sagen, okay, nicht die Jugend als per se ist uninteressiert oder ist politisch interessiert, sondern dass wir halt schauen müssen, okay, wie können wir Prekäre quasi für Politik begeistern, wie können wir sozialökologisch Konservative, also wir werden sehen, dass in den Milieus ganz unterschiedliche Einsichten oder Ansichten halt zur Politik sind und dass wir dort halt differenzierte Angebote auch schaffen müssen. Der Freie Wählerabgeordnete Dr. Hans-Jürgen Fahn machte deutlich, die Politik müsse gerade in Zeiten des Populismus darum kämpfen, junge Menschen nicht zu verlieren. Mehr direkte Demokratie sei ein passendes Mittel, junge Menschen für politisches Engagement zu gewinnen. Direkte Demokratie, das sind ja die Freien Wähler Motoren, glaube ich, auch im Bayerischen Landtag. Das halte ich für eine super Idee, einfach deshalb, weil die Jugendlichen ihr Interesse sofort damit artikulieren können. Und sie müssen nicht 3 oder 4 Jahre warten, sondern sie haben ein Thema, sie bringen das Thema ein und sie sind dann in der Politik tätig. Und deswegen finde ich direkte Demokratie wichtig, sollte man noch insgesamt stärker nutzen. Ein weiterer viel diskutierter Weg, um Jugendliche früher für Politik zu interessieren, ist die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre. Dafür sprechen sich, bezogen auf die kommunale Ebene, auch die Freien Wähler aus. Ich denke, dass die Herabsenkung des Wahlalters ist sicher eine Option. Und die Freien Wähler plädieren sehr dafür, das wie andere Bundesländer auch jetzt auf der Kommunalebene mal einzuführen. Ich denke aber, das ist nicht das Alleinseligmachende. Ich bin nach wie vor der Meinung, wir brauchen praktizierte Demokratie in den Schulen, in den Kindergärten, überall, wo Kinder und Jugendliche sind, kann man die mitreden lassen, muss man die mitreden lassen. Und das, wenn man praktiziert, dann wird, denke ich, auch der Geschmack auf Politik wesentlich größer sein. Einer, der sich schon länger für Politik begeistern lässt, obwohl gerade einmal 26 Jahre jung, ist Matthias Penkala, Landesvorsitzender Bayern der Jungen Freien Wähler. Er weiß, Politik ist den meisten Jugendlichen zu unübersichtlich und zu kompliziert. Man muss natürlich meiner Meinung nach zunächst die politische Sprache vereinfachen. Ich glaube, die Themen sind ja schon sehr komplex und sie werden auch sehr komplex rübergebracht. Und viele steigen da einfach aus, weil sie es einfach nicht verstehen. Also man müsste einfacher sprechen, das wäre meiner Meinung nach zumindest schon mal der erste Schritt. Und zum anderen natürlich auch junge Menschen versuchen zu beteiligen. Auch Penkala setzt sich für mehr direkte Demokratie ein. Schließlich sollten junge Menschen in aktuelle politische Entscheidungen mit einbezogen werden. Auch wenn manche Themen wie Rente oder Altersarmut noch weit weg scheinen, die Jugendlichen selbst müssten dafür sorgen, dass bereits jetzt eine Politik betrieben wird, die ihnen später zugutekommt. Genau das wollen die Freien Wähler im Bayerischen Landtag nun voranbringen und junge Menschen wieder für die Mitmachdemokratie begeistern.